Urheberrecht RTL, Stefan Gregorovius DDP Images. Kerstin Ott hat vermutlich den schwierigsten Part in der diesjährigen Let's Dance Staffel. Sie tanzt mit einer Frau und hat keinerlei Tanzerfahrung. Kerstin Ott möchte für ihre Frau Carlina das Tanzen endlich lernen. Was viele nicht wissen, die immer lacht Sängerin Kerstin Ott ist von Natur aus extrem schüchtern. Mit ihrer Teilnahme bei Let's Dance springt sie über ihren Schatten. Chefjuror Joachim Jambi teilte bereits vor der Kennenlernshow gegen die Sängerin aus. Kerstin Ott wird nicht viel können. Sie will den männlichen Part übernehmen. Aber ich glaube nicht, dass sie geschmeidig Samba oder Cha-Cha-Cha tanzen kann. Sie ist die eine, die dann am Ende immer weint, hetzte er im Bild-Interview. Autsch, bei diesen Aussagen sollte Kerstin wohl besser weghören, denn ihre Bedenken sind sowieso schon groß. Denn nicht nur die Tatsache, dass sie mit einer Frau tanzt, sondern auch der Tanzsport an sich, ist für die Musikerin eine riesige Herausforderung. Angst vor dem Tanzen abbauen. Im exklusiven okmak.de-Interview verriet sie, ich habe generell vor dem Tanzen sehr großen Respekt, und das ist auch der Grund, warum ich hier mitmache, ich würde gerne die Schüchternheit und Angst vor dem Tanzen abbauen, deswegen bin ich hier. Ob der homosexuellen Künstlerin das gelingt? Trotz mehrerer Jahre in dem Business wird Ott nervös, sobald die Kameras auf sie gerichtet sind, natürlich auch beim Tanzen. Aber sie möchte ihren inneren Schweinehund besiegen, für ihre Frau Carolina. Meine Frau ist super stolz und freut sich auch, weil ich bisher die Tanzfläche gemieden habe und sie eine leidenschaftliche Tänzerin ist und wir dann auch mal zusammen tanzen. Man braucht sehr viel Geduld. Kerstins Tanzpartnerin Regina Luca ist trotz der besonderen Umstände überzeugt, dass sie mit der 37-Jährigen die richtige Partnerin an ihrer Seite hat. Wie Kerstin Isabel da auch ohne Probleme gehoben hat, ist es auf jeden Fall, dass sie viel Kraft hat. Ich denke, man braucht sehr viel Geduld, aber das ist bei den anderen Promis auch so, aber dass man hier nicht mit einem Mann steht, sondern mit einer Frau, ist schon anders für mich und auch, dass Kerstin die Männerrolle übernimmt, wird noch schwieriger, aber ich mache einfach das Beste draus, erzählte der Tanzprofi im Interview. Wir dürfen gespannt sein, wie viele Wochen sich Kerstin und Regina beweisen dürfen. Punkt. Diese Artikel könnten dich auch interessieren. Let's Dance Teilnahme.